Arno Del Curto, wir sind hier unterwegs Richtung Helsinki am Fliegen. Mit was für Gefühlen und Erwartungen bist du da auf der Reise nach Finnland? Mehr gemischte Gefühle. Wenn wir noch viele Spieler nicht haben, die dabei sind. Es reden uns wichtige Leute und es ist echt im Finale, weil wenn wir weiterkommen oder müssen wir den guten Resultat erreichen. Wir probieren es, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es schon nicht so einfach. Und darum gemischt. Was wäre ein gutes Resultat? 5-4 verlieren höchstens. Ja. Du hast jetzt kurzfristig noch zwei Flügelstürmer verloren. Markus Paulsen und Gregori Scharoni. Wie weit ändert das Spiel von euch? Ja, ich muss sehr viele junge Spieler bringen. Ich habe richtig national gespielt. Ich kann von denen nicht verlangen, dass sie die Sache wissen. Ihnen fehlt der Dubois. Das ist für die jungen Spieler wichtig. Kinschi, aber der Dubois ist für die jungen Spieler wichtig. Und, ja, und wir haben es ja gesehen, in der Meisterschaft haben wir auch. Es ist irgendwann eine Grenze. Aber man kann es in der Matchkoppel 0-0 haben. Man kann ja per Zufall so von der Führung gehen und sich ausbauen und dann durchkämpfen und kann so das Resultat erreichen. Aber es muss alles stimmen. Das Drehbuch muss genau aufkommen. Was erwartet euch wahrscheinlich ein bisschen defensiveren Gegner auf einem bisschen kleineren Eisfeld? Wie weit spielt das eine Rolle? Das ist für uns gut. Das Feld ist nicht so viel kleiner. Aber wenn sie defensiv spielen würden, das wäre sehr gut. Dann können wir mehr spielen. Und dann müssen wir einfach aufpassen, dass wir das nicht reinlaufen. Dass wir intelligent spielen können. Eine blaue Linie, eine blaue Linie oder im Offensiv-Team. Kein Höchstpass geben und auch Kontrolls. Ich wäre froh, wenn es so wäre, wenn es kurz ergeben wird.